Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um Ghostbusters Legacy, wie er in unserem Land heißt, oder Ghostbusters Afterlife, wie er in englischsprachigen Ländern heißt. Darf man wieder mal fragen, warum. Aber sei es drum, es ist auf jeden Fall der neueste Ghostbusters. Also nach 2016 versucht man es noch einmal, diesen Obererfolg mit einer riesigen Fanbase neu zu interpretieren. Dieses Mal allerdings mit einem kreativen Team, das Nostalgikerherzen höher schlagen lässt, denn Jason Reitman inszeniert das Ganze. Der ist der Sohn von Ivan Reitman. Der hat damals den originalen Ghostbusters gemacht. Also 2016, dieser Unfall wird ignoriert und man versucht, und man hat das auch immer wieder gesagt in einer Pressetour zu diesem Film, bevor man ihn überhaupt gemacht hat, hat man gesagt, man möchte hier Ghostbusters so erzählen, wie man es kennt. Also quasi altbewährt und quasi schon für eine neue Generation greifbar machen, aber auf jeden Fall mit einem neuen Twist. Und ob das gelungen ist, schauen wir uns jetzt an. Vom Inhalt her ist das nämlich durchaus teilweise ein bisschen vertrautes Gelände, in das wir uns da hinzu zurückziehen. Wir begegnen da der Kelly. Sie ist Mama zweier Kinder, nämlich der Phoebe und dem Trevor. Phoebe ist in einem relativ schwierigen Alter, so 12 ist sie im Film, und der Trevor ist 15. Und die wohnen in der Stadt und plötzlich wird ihre Wohnung ihnen aufgekündigt. Sie haben kein Geld, sie leiden unter ständigen monetären Problemen und dann erreicht die Kelly die Nachricht, dass ihr Vater verstorben ist. Der lebte auf einer Farm irgendwo im Niemandsland Oklahoma, also wirklich am Hintern der Welt. Und ja, sie erhoffen sich dadurch, durch die Hinterlassenschaft des Vaters, zu dem sie überhaupt keinen Kontakt gehabt hat, der die Familie damals verlassen hat, aus Gründen, die da natürlich erklärt werden, erhofft sie sich ein bisschen Hilfe aus finanzieller Sicht. Sie hofft dort eben ein bisschen ein Erbe vorzufinden. Die fahren dorthin, müssen dann gleich mal erkennen, dass diese Farm, wo ihr Vater gelebt hat, eigentlich nichts wert ist. Noch dazu auch dort Schulden angehäuft worden sind. Und sie beschließen dann eben den Sommer dort zu verbringen, weil sie eben sonst nirgendwo hin können, in diesem Ort, in diesem wirklichen Örtchen. Dort gibt es ein Diner, dort verschaut sich dann der Trevor in eine Servicekraft, die Lucky, und die Phoebe findet Zugang in der Schule zu einem Lehrer für Naturwissenschaften bzw. Physik, der Greg, der so ein bisschen alternativ ist. Ja, also er ist eigentlich ein Wissenschaftler, er beschäftigt die Kinder eigentlich nur mit Filme schauen, damit er eine Ruhe hat vor ihnen. Und sie findet dort einen sehr guten Freund, der sich Podcast nennt, weil der macht Podcasts. So, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Auf jeden Fall wird relativ schnell klar, dass die Farm von Phoebes Großvater, also der Vater von der Kelly, einiges bereithält, denn der war nicht irgendwer, sondern der Vater war Egon Spengler. Und die originalen Ghostbusters kennen, werden jetzt wissen, wer der Egon Spengler ist. Ist natürlich die Rolle, die damals Harold Ramis so wunderbar gespielt hat. Und eben jetzt sind sie dort und die finden dort gewisse Dinge und setzen dann ein paar Dinge in Gang, die besser nicht in Gang gesetzt werden hätten sollen. So, und mehr sollte man nicht sagen, weil alles andere geht in Spoiler-Territorium. So, ich war sehr gespannt auf den Film. Erstens einmal deswegen, weil mich der Trailer total abgeholt hat, weil ich Jason Reitman blind vertraut habe und weil ich dem Cast und die Cast-Entscheidungen wirklich gefeiert habe im Build-Up. Und was soll ich dazu sagen, der Film hat mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das liegt gleich an mehreren Dingen. Nummer eins, ich habe es schon vorher angedeutet, die Regie bzw. die kreativen Entscheidungen im Hintergrund. Jason Reitman, also Ivan Reitman war mit am Set, war Produzent dieses Films und das merkt man in jeder Sekunde. Man spürt förmlich, dass das jemand macht, der das Original-Franchise kennt. Das merkt man vor allem, wenn es um die Tonalität geht. Ich hatte nämlich jetzt nicht die Befürchtungen, aber ich hätte es mir auch vorstellen können, dass es ein Film wird, wo man auf den kleinsten gemeinsamen Humornenner geht, das zu einem Slapstick-Fest umbaut, wie das 2016 Ghostbusters gemacht hat und einfach überhaupt nichts mehr von dieser ein bisschen erwachsenen Humor-Nuance da mit reinnimmt. Und ich wurde in dem Sinne eines Besseren belehrt, dass der Film definitiv nichts für die Kleinsten ist,
dass der durchaus weiß, was er an seinem Vorgänger hat, dass er durchaus auch weiß, welche Bilder er zeigen darf und welche nicht. Der wird teilweise auch schon ein bisschen grafisch. Also wirklich für die ganz Kleinsten ist das definitiv nichts. Noch dazu braucht der Film ein bisschen, bis er so wirklich in das Ghostbuster-Spirit kommt. Gerade die ersten 40 Minuten nimmt er sich nämlich schon Zeit für die Charaktere, fürs Worldbuilding, auch um allen, die mit dem originalen Ghostbusters noch nie in Berührung gekommen sind, die Türe ein Stück weit zu öffnen. Für Fans gibt es dann ein riesiges Fanservice-Feuerwerk. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Habe schon beide Nuancen gehört, kann auch beide verstehen. Teilweise hat mich der Film nämlich tatsächlich an Star Wars 7 erinnert, an das Erwachen der Macht, wo das für sich gesehen eigentlich eine super Geschichte war, aber halt für Fans ganz, ganz viel reingesprinkelt worden ist, dass man sich gleich einmal zu Hause fühlt. Das macht Ghostbusters Legacy genauso und unterfüttert das vor allem mit einem wunderbaren Cast. Und ein Standout gibt es da natürlich neben Paul Rudd, gibt es die McKenna Grace in dem Film und sie ist ein absoluter Wahnsinn in dem Film. Muss ich wirklich sagen, ich hoffe es für sie, dass sie auch durch diese Art von Rollen wirklich steigt in der Anerkennung und auch sehr interessante Rollen kriegt in der Zukunft. Das sollte auf jeden Fall der richtige Weg sein. Sie ist der absolut schauspielerische Standout in dem Film. Sie hat mich in jeder Szene, in der es ihr Charakter auftaucht, wirklich begeistert. Ganz, ganz großartig. Und das hat auch wirklich Hand und Fuß gehabt. Was die Story an sich anbelangt, wandelt man dann natürlich im Pool des klassischen Abenteuerfilms und ich finde es super. Es gibt ein paar tonale Unebenheiten, wenn man dann versucht, ein paar Popkultur-Zitate und da vor allem ein paar politische Zitate mit reinzuhauen. Das hätte nicht sein müssen, sage ich gleich dazu. Das reißt eher raus. Trotzdem ist es ein Film, so wie er eigentlich heutzutage relativ selten gemacht wird und ich verstehe es nicht, weil der ist rund. Der erzählt eine wunderbar herzige und herzliche Geschichte vor allem. Man merkt, da sind wirklich Leute dabei gewesen, die wissen, worum es geht. Effektmäßig braucht man an der Stelle, glaube ich, nicht dazu sagen, schaut es alles wunderbar aus. Das CGI ist on point, kommt aber, und das muss man auch gleich quasi als Warnung vorschießen für alle, die sich da jetzt ein Popcorn-Blockbuster-Entertainment vorstellen unter diesem Film. Dieses Element braucht relativ lange, bis es zu tragen kommt. Wenn es zum Tragen kommt, ist es aber okay. Ist es wirklich flawless, das haut auch wirklich gut hin. An der Stelle, Spoiler, kann man das als Spoiler nennen, wenn es in sämtlichen Pressetouren angekündigt worden ist. Es gibt das Wiedersehen mit dem einen oder anderen Bekannten. Und ganz wichtig, bitte bleibt sitzen bis nach dem Abspann. Das ist ganz, ganz wichtig. An der Stelle zum Fazit zu kommen, Ghostbusters Legacy ist eine große Überraschung gewesen. Trotz alledem, dass ich mit guten Erwartungen reingegangen bin in den Film, ich habe mir einfach gedacht, naja, es kann ja nicht noch einmal 2016 sein. Und wenn diese Leute hinter der Kamera und vor der Kamera sitzen und stehen und sich bewegen, dann wird man wissen, was da rauskommt. Und die werden das schon richtig machen. Und das haben sie gemacht. Ghostbusters Legacy ist ein wunderbarer Animation, ja, wunderbarer Abenteuer-Gruselfilm für fast die ganze Familie. Zumindest einmal sicher, Kinder ab 10 werden da eine super Zeit haben mit dem Film. Hat mich erinnert so ein bisschen an Mischung aus Stranger Things und Star Wars Episode 7. Fanservice gleichzeitig wie aber eine wunderbar herzige Animation, eine Abenteuer, sage ich schon wieder Animation, eine wunderbare Abenteuer-Story. An der Stelle, was soll man sich mehr erwarten? Nicht perfekt, aber auf jeden Fall mehr als nur gut genug. Und somit gibt es auf meiner 10-pünktigen Skala 8 Punkte, die ich gerne Ghostbusters Legacy dalassen möchte, gleichzeitig mit einer großen Sehempfehlung für die große Leinwand. Schaut euch den an, wer weiß, wie lang es noch geht. An der Stelle möchte ich mir aber schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.